Lass uns doch mal eine Kategorie hochleben, die völlig vergessen ist, die Flips. Und das dann verrückterweise kombinieren mit Champagner. Da gibt uns Franz guten Rat, den Cortina Flip. Ich bin gespannt. Machen wir einfach mal, ne? Ja. Ich bin ja ein Freund der Praxis. So, was brauchen wir für den Cortina Flip? Ein Glas. Becher geht auch ein Champagnerglas. Wenn es geht, kalt, vorgekühlt, wie jetzt hier mit Eis drin schon vorher. Dann brauchen wir ein Eigelb. Oh ja. Bio-Eier, ganz wichtig. Beim Flip trenne ich das Ei nach dem Gelb, nicht nach dem Weiß. Gibt auch spezielle Trenner dafür. Also Durchlauftrenner quasi, wo man das professionell machen kann, dass wirklich das Eigelb einfach nur oben liegen bleibt und das Weiß durchläuft. Hat sich für uns in der Praxis einfach als ein bisschen unpraktikabel erwiesen, weil das ist ein bisschen zu viel Aufwand, wenn man viel arbeitet. Vor Was allem brauchen wir braucht noch? man Platz in der Schublade dafür. Und Ja, du brauchst auch Platz im Kopf, um es zu machen. Ja. Zwei CR Contro. Dann zwei CL Armagnac. Armagnac stehen. Dem ich gerne den Vorzug vor Cognac gebe, weil er deutlich besser ist. Ja. In der Qualität meistens als der Cognac, den man im Moment bekommt. Zumindest in unseren Breiten. Und dazu einen Barlöffel Honig. Spannend. Aha. Honig lässt sich normalerweise besser verarbeiten, wenn man ihn 1 zu 0,5 mit Wasser verdünnt oder warm verarbeitet. Ist jetzt hier nicht der Fall. Er muss gut eingerührt werden, ja. Das heißt, man muss etwas länger rühren. Und du rührst gerade ohne Eis. Ohne Eis. Erstmal ohne Eis, damit ich überhaupt erstmal die Basis hinbekomme. Das Gute beim Honig ist, dass man, wenn er kalt genommen wird, man am Löffel sieht, wie jetzt hier, was man noch zu tun hat. Dann würde ich es erstmal bei dem Flip generell erstmal so shaken, ohne Eis, um die Zutaten besser zu vermengen. Reicht doch. Muss nicht lang sein, reicht kurz. Und dann nochmal auf Eis. Ja, bei Eiweiß, wenn du so länger shakes, bei Eigelb ist es gar nicht notwendig. Bei Eiweiß, wenn du so länger shakes, bei Eigelb ist es nicht notwendig. Nein, aber mir geht es nur um die Homogenität der Zutaten, dass ich das, weil ich habe sowohl Ei als auch Sirup drin. Und ich muss sie dann nicht so lange auf Eis shaken, um sie zu homogenisieren, wenn ich sie vorher schon vermischt habe. Das ist der Grund. Also in dem Fall kein Eiweiß, sondern die Homogenität. Delicious. Gut. Aber der Drink ist nicht fertig. Der Drink ist nicht fertig. Ja, es fehlt Champagner fehlt noch. Schau mal hier. Ja.
ganz kurz. Mhm. Wenn sie hier steht, ist sie nicht fertig. Schön. Weil hier macht man den Ring. Wenn er da steht, ist er fertig. Sehr schön. Ein ganz kurzes Wort noch und einen ganz herzlichen Dank, mein lieber Franz, an dich für dein Wirken und dein Lebenswerk. Du hast der deutschsprachigen Bar-Szene den Weg geebnet. GastroTV und ich bedanken sich ebenso bei den teilnehmenden Kollegen und den Bars. Und wenn Ihnen unser Projekt gefällt, bitte liken und abonnieren Sie uns. Sie werden dann automatisch über die Neuerscheinungen informiert. Hinweise zur Literatur und weitere Drinks nach Franz Brandl finden Sie auf unserer Website. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Die Gastgeber freuen sich auf Ihren Besuch und GastroTV und ich wünschen allen dabei ein herzliches Vergnügen.